Willkommen beim Seminar der Medizinischen Missionsabteilung der Generalkonferenz Medizinische Missionare im 21. Jahrhundert. Wir danken euch auch für euer Interesse an den vorigen Vorträgen von verschiedenen Brüdern. Wir beten, dass diese Vorträge für euch und eure Familien ein Segen sind und möchten euch jetzt hiermit zu dem heutigen Thema begrüßen, welches lautet Erfolgreiche medizinische Missionsfamilien von Schwester Lilian Balbach. Wir leben in den Tagen der Endzeit und wir brauchen Themen wie diese, die uns Gott näher bringen und unsere Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Wir stellen euch als Gemeinde diese Themen vor, damit ihr durch sie in diesen letzten Tagen erleuchtet werdet, um nach dem Willen Gottes zu wandeln. Und diese Themen werden uns zu unserer Gemeinde näher bringen, zu unseren Familien, Freunden und auch für diejenigen, mit denen wir in Kontakt kommen. Ich bete, dass dies ein Segen für euch sein wird, während ihr zuhört und dass es euch näher zu Gott und näher zu den Mitmenschen um euch herum bringen wird. Möge Gott jeden Einzelnen von euch segnen, während ihr dieses Thema hört. Heute werden wir die Betrachtung mit einem besonderen Beitrag von Bruder Oscar und Schwester Carol eröffnen. Wir möchten euch einladen, mit uns und Bruder Oscar Rodriguez zu beten. Unser lieber himmlischer Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus möchten wir dich um deinen Segen für dieses Programm bitten.
Vater, sei mit unserer Schwester Lilian Balbach, die das Thema erfolgreiche medizinische Missionsfamilien präsentieren wird. Sende deinen Heiligen Geist, um sie zu leiten und auch das Herz derer, die diese Botschaft hören werden, zu beeindrucken. Bitte führe uns und hilf uns, deinen Willen zu verstehen und hilf uns so zu handeln, wie du es uns sagst. Sei mit uns und sei mit diesem Programm und bringe Frieden und Hoffnung in unser Leben. Dies alles bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir möchten euch zum heutigen Studium begrüßen und danken euch, dass ihr jetzt ein Teil dieses Programms seid. Ich möchte euch nun Schwester Lilian Balbach vorstellen. Sie ist die Sekretärin der medizinischen Missionsabteilung bei der Generalkonferenz und sie wird das heutige Thema präsentieren: erfolgreiche medizinische Missionsfamilien. Lasst uns unser Herz und unseren Sinn darauf vorbereiten und dieses Thema uns anhören. Möge Gott jeden Einzelnen von euch segnen und euch mit seiner Hand berühren, damit ihr von seinem Wort, das von Schwester Lilian Balbach vorgetragen wird, gesegnet werdet. Was sind die Ziele dieser Präsentation? Zunächst wollen wir erfahren, was die Merkmale von erfolgreichen medizinischen Missionsfamilien sind. Zweitens, was sollten wir andere lehren? Und drittens, warum ist das erste Gesetz der Gesundheit für alle von grundlegender Bedeutung? Wenn dein Sohn oder Tochter ein Stipendium erhalten würde, um einer der besten Ivy League-Hochschulen der USA zu studieren, würden sie fest für Christus und die Wahrheit einstehen, die euch so am Herzen liegen? Kommt mit mir mit in die Cafeteria einer Ivy League-Schule, genau wie Princeton, Yale, Harvard oder Oxford. Kommt an die Universität von Babylon, wo der Kanzler und König Nebuchadnezzar seinen Michelin-Sterneköchen befohlen hat, seinen Schülern das reichste Mahl zu servieren, einschließlich Desserts, Delikatessen und besten Weine von seinem Tisch. Der König glaubte, dies sei die beste Nahrung für geistige Höchstleistung und hervorragende körperliche Gesundheit. Unter den Studenten an der Universität waren Daniel und seine drei Freunde. Das waren diese jungen Männer des Adels, die als Gefangene aus dem Land Juda gebracht wurden. Sie hatten nie Fleisch gegessen noch Wein getrunken, aber jetzt mussten sie dem König gehorchen. Würden sie seinem Druck nachgeben? Die Bibel sagt, aber Daniel setzte sich vor in seinem Herzen, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den er selbst trank, nicht verunreinigen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht müsste verunreinigen. Der zweite Gedanke hier, Daniel setzt sich fest vor in seinem Herzen, sich nicht zur Verunreinigung mit der Nahrung, die den Götzen geweiht war. Dann bat er Melzer, den Aufseher, ihnen 10 Tage lang Hülsenfrüchte oder Gemüse zum Essen und Wasser zum Trinken zu geben. Melzer stimmte dem zu und am Ende der 10 Tage sah er, dass ihre Gesichter schöner aussahen und besser im Fleisch standen als alle Kinder, die den Teil des Königs aßen. Nach nur einer 10-tägigen Testphase war Gottes Ernährungsprogramm erfolgreich. Warum sind Daniel und seine Freunde in dieser Krise Gott treu geblieben? Da sie in der Vergangenheit keine Fleischnahrung zu sich genommen hatten, wollten sie diese auch nicht in der Zukunft zu sich nehmen. Und da Wein allen, die im Dienste Gottes standen, verboten war, waren sie entschlossen, keinen zu genießen. Weil Daniel in Bezug auf die Ernährung Stellung bezog, gab Gott ihm eine besondere Gabe und eine besondere Aufgabe. Daniel aber gab er Verstand in allen Gesichten und Träumen. Verstehen wir das? Das ist keine Wechselbeziehung. Das ist Ursache und Wirkung. Weil Daniel sagte, ich gebe kein Fleisch und Wein in meinen Körper, denn dieser ist der Tempel Gottes, hat Gott ihn dazu erwählt, sein Endzeitprophet für die Welt zu sein? Ebenso sind wir Gottes Endzeitvolk, und wenn wir die Prophezeiung von Daniel verstehen wollen,
müssen wir die Mäßigkeit Daniels praktizieren. Nach 3 Jahren Studium legte Daniel und seine Freunde ihre Abschlussprüfung ab. Und der König redete mit ihnen und ward unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaria gleich wäre. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger denn alle Sternseher und Weisen in seinem ganzen Reich. Das war die erste klinische Studie über Nährung, die jemals aufgezeichnet wurde. Sie zeigte die gesundheitlichen Vorteile einer pflanzlichen Ernährung. Sie war 10-mal größer als die einer Fleischnahrung. Gottes Gesundheitsprogramm machte die jungen Männer 10-mal weiser als ihre Altersgenossen. Aber es ließ sie auch gesünder aussehen. Die hebräischen Jünglinge waren ohne Makel. Unter ihnen allen war keiner den jungen Hebräern gleich. Ihrer körperlichen Kraft und Schönheit, ihrer geistigen Energie und ihren literarischen Kenntnissen stand nichts Ebenbürtiges zur Seite. Die aufrechte Gestalt, der feste, elastische Schritt, der klare Gesichtsausdruck, die ungetrübten Sinne, der reine Atem, all das waren Zeugnisse guter Gewohnheiten, Zeichen des Adels, mit dem die Natur die ehrt, die ihren Gesetzen gehorchen. Das ist es, was es bedeutet, geistig zu gedeihen, körperlich und geistig. Das bedeutet es, lebendig zu sein und in Gesundheit aufzublühen, in jeder erdenklichen Weise. Liebe Jugendliche, habt ihr diesen Nachweis einer guten Gesundheit? Seht ihr und sehe ich gesund aus wie diese jungen Männer? Daniels Geschichte ist für uns heute bedeutsam. Die Geschichte Daniels und seiner jungen Gefährten ist in der Heiligen Schrift zum Nutzen der Jugend aller Zeitalter niedergeschrieben worden. Durch den Bericht ihrer Treue in den Grundsätzen der Mäßigkeit spricht Gott heute noch zu den jungen Menschen. Er fordert sie auf, die köstlichen Lichtstrahlen, die er betreffs christlicher Mäßigkeit aussendet, zu beachten und dadurch in das rechte Verhältnis zu den Gesetzen gesunden Lebens zu kommen. Schauen wir uns einige dieser wunderbaren Lichtstrahlen auf die Gesundheit an, die wir sammeln sollen und sie aufzählen. Die Pandemie hat jede Nation auf der ganzen Welt getroffen. Sie hat unsere Familien mit Krankheit getroffen. Dies erhöhte Stress und Angst in allen Altersgruppen. Sie hat das Leben einiger unserer Lieben genommen und jetzt müssen wir mehr denn je Gottes Grundsätzen der Gesundheit befolgen. Wenn du eine Vorerkrankung hast wie Diabetes, Bluthochdruck, Fettleibigkeit, Herzbeschwerden oder andere Krankheiten, kannst du sie heute entschlossen anpacken und lösen, indem du Gottes Gesundheitsprogramm befolgst, so wie Daniel. Gottes Wunsch danach finden wir in diesen Worten. Mein Lieber, ich wünsche in allen Stücken, dass dir es wohl gehe und du gesund seist, wie es in deiner Seele wohl geht. Wenn du schlechte Lebensgewohnheiten hast, die Krankheiten verursacht haben, ist es jetzt an der Zeit, eine Kehrtwende zu machen und zu lernen, wie du deine Gesundheit verbessern kannst. Mehr als das, Gott möchte, dass du und deine Familie gedeihst, ihr euch entwickelt und eine lebendige, geistige, körperliche und geistliche Gesundheit erfahrt. Wenn du ein brandneues Auto kaufst, erhältst du eine Bedienungsanleitung, wie du es pflegen sollst, welcher ist der beste Kraftstoff, der verwendet werden sollte, wann das Öl gewechselt und wann es zum Service gebracht werden soll. Gott gab uns auch eine Bedienungsanleitung für unseren Körper, die in seinem Wort zu finden ist. Es ist auch in den Büchern von Gesundes Leben, Bewusst Essen, Bewusst Leben oder anderen enthalten. Hast du diese Anleitungen gelesen? Gott hat uns in diesen Büchern die Gesetze der Gesundheit aufschreiben lassen, die durch die Wissenschaft bestätigt werden. Gottes Gesundheitsgesetze lernen uns, wie wir uns um unseren Körper kümmern sollen, um eine optimale Gesundheit zu erreichen, aber auch, wie wir Krankheiten vorbeugen können. Frische Luft, Sonnenlicht, Fasten, Ruhe, Bewegung, richtige Ernährung, Wasseranwendungen und Vertrauen in die Kraft Gottes, dies sind die wahren Heilmittel. Jeder sollte wissen, welche Heilmittel die Natur spendet und wie man sie anwendet. Wie stehen die Naturgesetze im Verhältnis zu den 10 Geboten?
Als Grundlage jeglicher Ausbildung in diese Richtung sollte man der Jugend klar machen, dass die Gesetze der Natur Gesetze Gottes darstellen und ebenso wahrhaft göttlich sind wie die 10 Gebote. Die Gesetzmäßigkeiten, die unseren ganzen leiblichen Organismus regieren, Gott jedem Nerv, jedem Muskel und jede Faser des Körpers aufgeprägt. Jeder fahrlässige oder willkürliche Verstoß gegen diese Regeln ist eine Sünde gegen unseren Schöpfer. Beachte, dass die Naturgesetze und die 10 Gebote beide von Gott gegeben wurden. Die Naturgesetze sind auf jeder Zelle, Faser und jedem Organ unseres Körpers geschrieben. Ungehorsam gegenüber diesen Gesetzen ist Sünde gegenüber unserem Schöpfer. Wo haben Daniel und seine Freunde diese Ausbildung in den Gesundheitsgesetzen erhalten, die ihnen geholfen haben, die Prüfung zu bestehen? Daniel und seine Gefährten waren von ihren Eltern an strenge Enthaltsamkeit gewöhnt worden. Sie hatten gelernt, dass Gott sie für ihre Fähigkeiten verantwortlich machen werde und dass sie ihre Kräfte niemals verkümmern lassen oder schwächen durften. Diese Erziehung bewahrte Daniel und seine Kameraden vor den entsittlichenden Einflüssen am Hofe von Babylon. Keine Macht. Kein Einfluss konnte sie von diesen Grundsätzen ablenken, die sie früh in ihrem Leben durch das Studium des Wortes und der Werke Gottes gelernt haben. Beachte, dass die von ihren Eltern gegebene Ausbildung zur strengen Mäßigkeit Daniel und seine Freunde nicht nur davon bewahrt haben, Fleisch zu essen und Wein zu trinken, sondern auch von den unmoralischen Einflüssen des heidnischen Hofes an der damaligen Universität. Dies ist die Art von Erziehung, die wir unseren Kindern geben müssen. Gott möchte, dass Mütter und Väter ihren Kindern seine Gesundheitsgesetze beibringen. Kinder sollten schon früh in einfacher, leicht verständlicher Weise die Grundlagen der Physiologie und Hygiene kennenlernen. Sie sollten begreifen, wie wichtig es ist, sich gegen Krankheit zu schützen, indem man jedes Organ gesund erhält und wie man mit alltäglichen Krankheiten und Unfällen fertig wird. Wissen eure Kinder, was sie tun sollen, wenn sie sich erkälten oder eine Grippe bekommen? Oder rennst du gleich in die Apotheke? Weißt du, welche Wasserbehandlungen oder Nahrungsergänzungsmittel du einnehmen sollst, wenn du Corona bekommst? Wissen eure Kinder, was zu tun ist, wenn sie Kopfschmerzen oder Verdauungsstörungen haben? Mütter sind im großen Maße für die Gesundheit und Leben ihrer Kinder verantwortlich. Sie sollen weise werden in Bezug auf die Gesetze, von denen das Leben und die Gesundheit abhängen. Es ist erstaunlich, wie wir es mögen, wenn unsere Kinder Musikunterricht nehmen oder zum Reit-, Sport- oder Bastelunterricht gehen. Und das ist gut so. Aber was ist damit, sie zu lehren, wie ihr Körper funktioniert? Die einfachen Prinzipien der Anatomie und Physiologie, wie man eine einfache Mahlzeit zubereitet oder wie man Wasseranwendungen durchführt. Wann sollten wir damit anfangen, sie zu unterrichten? Eltern sollten ihre Kinder von der Wiege an unterrichten. Durch Regeln, was Unterweisung und Beispiel bedeutet. Das sind die besten Mittel, um physische, geistige und moralische Gesundheit zu bewahren, zu ihrem Glück und ihrer Nützlichkeit. Beachtet hier, dass wir anfangen sollten, ihnen die Gesundheitsgesetze beizubringen, wenn unsere Kinder noch Babys sind. Das erste Gesundheitsgesetz, das wir lehren sollen, ist die pflanzliche Ernährung nach 1. Mose 1,29. Habt ihr gewusst, dass amerikanische Kinder oft Fettstreifen in ihren Arterien haben, bevor sie die Hochschule beenden? Aber Kinder, die sich pflanzlich ernähren, sind vor Herzkrankheiten geschützt, weil sie kein Fleisch essen, das reich an gesättigten Fettsäuren und Cholesterin ist. Kinder, die mit einer gesunden pflanzlichen Ernährung aufwachsen, haben auch ein geringeres Risiko für Herzkrankheiten, Krebs, Fettleibigkeit, Diabetes und andere Erkrankungen. Jugendliche, die sich pflanzlich ernähren, haben es leicht, ein gesundes Gewicht zu halten und haben weniger Probleme mit Akne und Allergien als ihre Altersgenossen, die tierische Produkte essen. Gottes ursprüngliche Ernährung funktioniert. Die Wissenschaft liefert uns schlüssige Beweise dafür, dass eine pflanzliche Ernährung dazu beiträgt, vorbeugt und sogar Beschwerden umkehrt, wie Herzkrankheiten, Diabetes, Fettleibigkeit und senkt auch das Risiko für andere Krankheiten. Aber kann eine pflanzliche Ernährung das Risiko von einem schweren Covid-19-Verlauf reduzieren? Eine neue Studie wurde mit 2800 Ärzten und Krankenschwestern aus 6 Ländern gemacht, die an vorderster Front standen und den Covid-Patienten erheblich ausgesetzt waren.
Die Ergebnisse zeigten, dass diejenigen, die sich auf pflanzlicher Basis ernährten, ein um 73% geringeres Risiko hatten, mittleren bis schweren Covid-19-Verlauf zu bekommen. Umgekehrt hatten diejenigen, die auf wenig Kohlenhydrate und eine proteinreiche Ernährung setzten, wie etwa eine Paleo-Diät, ein 48% größeres Risiko für mittelschweres bis schweres Covid-19. Die Low-Carb, High-Protein-Esser, also wenig Kohlenhydrate, dafür viel Eiweiß-Esser, hatten ein fast vierfach höheres Risiko für Covid im Vergleich zu denen, die eine pflanzliche Ernährung wählten. Was ist für diese Unterschiede verantwortlich? Pflanzliche Ernährung ist reich an Nährstoffen, sekundären Pflanzenstoffen, Mineralen und Fasern, von denen angenommen wird, dass sie das Immunsystem stärken, da sie eine wichtige Rolle bei der Produktion von Antikörpern spielen, der schnellen Vermehrung von Lymphozyten, das sind die weißen Blutkörperchen, und eine Verringerung des oxidativen Stresses. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine gesunde Ernährung, die reich an nährstoffreichen Lebensmitteln ist, zum Schutz vor schwerem Covid-Verlauf in Betracht gezogen werden kann. Also ist die rein pflanzliche Ernährung ein Booster, der uns hilft, dass Covid-19 weniger schwerwiegend werden kann. Habt ihr mal auf den Teller eures Kindes bei einem gemeinsamen Mittagessen in der Gemeinde geschaut? Vielleicht hat es weiße Nudeln, weiße Kartoffeln, weißes Brot und ein paar Löffel Salat darauf. Bringt doch eurem Kind bei, jeden Teller so bunt wie ein Regenbogen zu füllen. Je dunkler die Farbe, desto mehr krankheitsbekämpfende Antioxidantien und sekundäre Pflanzenstoffe werden auf ihrem Teller sein. Die Empfehlungen für Früchte und Gemüse sind wie folgt bei Kindern im Alter von 2 bis 3 Jahren. Sie sollten 1 bis 1,5 Tassen Obst und Gemüse pro Tag essen. 4- bis 8-Jährige sollten 1,5 bis 2,5 Tassen Obst und Gemüse pro Tag essen. Und 9- bis 18-Jährige sollten 2,5 bis 4 Tassen Obst essen. Erwachsene sollten pro Tag 5 bis 9 Portionen Obst und Gemüse zu sich nehmen. Eine Portion ist wie eine Frucht oder eine halbe Tasse Obst oder gekochtes Gemüse oder eine Tasse rohe Salate. Das Interessante hierbei ist, dass eine kürzlich durchgeführte Studie zeigte, dass nur 1 von 10 Erwachsenen die Gesundheitsempfehlung des Bundesgesundheitsministeriums für Obst und Gemüse erfüllt. Eltern, lehrt eure Kinder, von der Ursache auf die Wirkung zu schließen. Zeigt ihnen, dass wenn sie die Gesetze ihres Daseins verletzen, sie dafür zu leiden haben. Wenn euer Kind Bauchschmerzen bekommt, weil es zu viel Zucker oder Nachtische gegessen hat, erklärt es ihm, warum es so ist. Bringt eurem Kind bei, warum es Vegetarier ist. Das haben Daniels Eltern auch getan. Eure Kinder sollen sich davon überzeugen, dass Gottes Ernährung befolgt werden muss. Als unsere Söhne 10 bis 12 Jahre alt waren, fuhren sie manchmal mit der Familie eines Nachbarn in Fahrgemeinschaften zu einer christlichen Schule. Ein paar Mal gingen sie mit ihnen zum Essen aus. Unsere Söhne haben immer vegetarisches Essen bestellt und sie fragte mich mehrmals, warum essen deine Söhne nie Fleisch in der Schule oder wenn wir mit ihnen zum Essen waren, aber meine essen Fleisch. Meine Nachbarin war Vegetarierin und sie aßen vegetarisches Essen zu Hause, aber ihre Söhne aßen immer Fleisch, wenn die Eltern nicht da waren, und das machte sie wütend. Ich erklärte ihr, dass wir unsere Söhne so erzogen hatten, dass sie immer Gottes ursprüngliche pflanzliche Ernährung wählen, weil ihr Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Dies ist die beste Form der Ernährung für die Gesundheit und als Vorbeugung von Krankheiten. Unsere Söhne sind überzeugt, Gottes Gesundheitsgesetze zu jeder Zeit und an allen Orten zu befolgen. Bringt eurem Kind bei, eine Vielzahl von Lebensmitteln zu essen. Wenn euer Kind ein wählerischer Esser ist, können die Geschmacksknospen geändert werden. Der ideale Zeitpunkt, um dem Kind zu einer Vielzahl von Lebensmitteln wie Obst und Gemüse zu verhelfen, ist im Säuglingsalter und für die Vorschulkinder. Dr. Luming, ein Kinderarzt an der Universität von Michigan, sagt, Kleinkinder können lernen, ein neues Essen zu mögen, indem man es ihnen 5 bis 10 Mal vorsetzt. Bei 3- bis 4-Jährigen müsst ihr ihnen möglicherweise 15 Mal ein neues Essen vorsetzen, bevor sich ein Geschmack dafür entwickelt.
Wenn euer Kind ein bestimmtes Essen nicht sofort mag, bleibt positiv und versucht es im Laufe der Zeit weiterhin. Ermutigt das Kind, wenigstens ein bisschen des neuen Essens zu nehmen und gebt nicht auf. Nehmt eure Kinder bei Lebensmitteleinkäufen mit ins Lebensmittelgeschäft und zum Bauernmarkt. Sagt ihnen, lasst uns diese neue Frucht probieren oder dieses neue Gemüse in dieser Woche. Bringt euren Kindern das Kochen bei. Eine Studie wurde mit 125 10- bis 12-Jährigen in den Niederlanden durchgeführt, die nur 10 Minuten eine Kinderkochshow im Fernsehen anschauten. Später boten ihnen die Forscher eine Zwischenmahlzeit. Diejenigen, die das gesunde Programm geschaut haben, wählten fast dreimal häufiger eine gesunde Knabberei wie Apfel- oder Gurkenscheiben statt Chips. Wir befürworten keine Zwischenmahlzeiten, aber diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass wir unsere Kinder frühzeitig in den Lebensmitteleinkauf und die Zubereitung von Speisen einbeziehen sollten. Warum ist das Unterrichten des Kochens so wichtig? Die Wissenschaft des Kochens ist keine nebensächliche Angelegenheit. Diese Kunst ist so wertvoll, weil sie so eng mit dem Leben zusammenhängt. Die Voraussetzung für gesunde Menschen ist die ärztliche, missionarische Arbeit einer guten Küche. Habt ihr bemerkt? Die medizinische Missionsarbeit des guten Kochens, dies ist etwas Leichtes, das jeder von uns tun kann. Aber was ist, wenn wir nicht wissen, wie man kocht, oder was, wenn ihr nicht gerne kocht? Dazu sagt der Geist der Weissagung Folgendes. Oft können unsere Schwestern nicht gut kochen. Deshalb rate ich würde gern sagen, geht zum besten Koch, den es in unserem Land gibt, und bleibt, wenn nötig, ein paar Wochen bei ihm, bis ihr eine kluge, geschickte Köchin geworden seid. Ich würde diesen Weg einschlagen, selbst wenn ich schon 40 Jahre alt wäre. Es ist eure Pflicht, gut kochen zu können und eure Töchter zu lehren, wie man kocht. Wisst ihr, wer die Opfer des schlechten Kochens sind? Die Opfer schlechten Kochens zählen nach Tausenden und Zehntausenden. Über viele Gräber könnte man schreiben, starb an schlechtem Kochen. Starb an einem misshandelten Magen. Ich würde sagen, diese Zahlen gehen in die Millionen und Milliarden. Die globale Burden of Disease-Studie bewertet den Zustand der Gesundheit der Welt. Die Ergebnisse zeigen, dass 71,3% der Todesfälle im Jahr 2015 bedingt durch Ernährung und Lebensstilentscheidungen verursacht wurden, wohingegen es im Vergleich im Jahr 1990 nur 57% waren. Die Studie wurde über 25 Jahre in 195 Ländern durchgeführt. Lasst uns über Mäßigkeit sprechen oder Selbstkontrolle. Übergewicht und Fettleibigkeit ist ein weltweites Problem. Die Zahl der adipösen, fettleibigen Kinder und Jugendlichen im Alter von 5 bis 20 Jahren hat sich in den letzten 4 Jahrzehnten von 1975 bis 2016 verzehnfacht. Diese Studie untersuchte den BMI, ein Maß für Körperfett, basierend auf Größe und Gewicht von fast 130 Millionen Kindern in der Jugend. Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Fettleibigkeitsraten bei Kindern und Jugendlichen weltweit in die Höhe geschnellt sind und weiterhin in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen wächst. Dieser Trend sagt eine Generation von Kindern und Jugendlichen voraus, die fettleibig aufwachsen und ein höheres Risiko für Diabetes und Herzerkrankungen haben werden. In den Vereinigten Staaten ist jedes dritte Kind übergewichtig oder fettleibig. Weshalb mehrere Gesundheitsberichte erklären, dass diese Generation früher sterben wird als ihre Eltern. Aber ihr könnt sagen, dass das nicht unser Problem ist. Meine Familie ist nicht übergewichtig. Aber die Bibel sagt, dass übermäßiges Essen und Unmäßigkeit die Sünde unserer Zeit ist. Sie ist unser Problem, denn so wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, also wird auch sein das kommende Kommen des Menschensohnes. Was ist die Definition von Mäßigkeit? Wahre Mäßigkeit lehrt uns, Schädliches zu meiden und wohlüberlegt nur das zu verwenden, was der Gesundheit förderlich ist. Sogar wenn es sich um gesunde Dinge handelt, ist Überessen schädlich.
Essen wir zu viel, so wird die Energie des Gehirns benötigt, um dieses Übermaß, das der Organismus gar nicht verlangt, zu verarbeiten. Der Verstand ist umwölkt, die Aufnahmefähigkeit geschwächt. Unmäßigkeit im Essen, selbst wenn es sich dabei um Nahrungsmittel handelt, die in ihrer Qualität unseren Vorstellungen entsprechen, wird einen zerstörenden Einfluss auf den Organismus ausüben und die feineren und reineren Gemütsbewegungen abstumpfen. Ihr kennt das Gefühl am Sabbatnachmittag nach dem gemeinsamen Mittagessen, wenn ihr etwas zu viel gegessen habt und ein zweites oder sogar drittes Mal Nachschlag geholt habt. Wie fühlt ihr euch dann? Ist euch dann zumute und sagt, lass uns jetzt noch ein Bibelstudium machen? Nein, ihr seid komatös und denkt euch eher, wo ist die nächste Couch? Das ist der Grund, weshalb Gott sagt, ihr esset nun oder trinket oder was ihr tut, so tut es alles zu Gottes Ehren. Was sagt die Bibel über Zwischenmahlzeiten? In Prediger 10,17 lesen wir, Wohl dir, Land, dessen König edel ist und dessen Fürsten zu rechter Zeit speisen, zur Stärke und nicht zur Lust. Das bedeutet, dass ein Land gesegnet sein wird, wenn die Fürsten oder die jungen Männer essen, um einen starken Körper und einen starken Geist zu haben. Sie werden nicht zu viel essen, sie werden nicht naschen, sie werden zu regelmäßigen Zeiten essen. Ich kenne einige Kinder und Erwachsene, die den ganzen Tag naschen. Sie haben keine regelmäßigen Essenszeiten. Aber mit der Hilfe Jesu können wir überwinden. Was ist die Wirkung des Naschens auf den Geist, den Körper und den Charakter? Kindern wird normalerweise nicht gesagt, wie wichtig es ist, wann, wie und was sie essen sollen. Ihnen wird erlaubt, ihre Esslust frei zu befriedigen, jederzeit zu essen, sich Obst zu nehmen, wenn sie welche sehen, und dies zusammen mit Torte, Kuchen, Butterbrot und Süßigkeiten, die fast andauernd verzehrt werden. Das werden Schlemmer und Magenkranke. Die Verdauungsorgane werden dadurch geschwächt und sind wie eine Mühle, die ständig in Gang gehalten wird. Lebenskräfte werden vom Gehirn weg zum Magen geleitet und ihm in seiner Überbelastung zu unterstützen. So werden die geistigen Kräfte geschwächt. Die natürliche Reize und die Abnutzung der Lebenskräfte machen die Kinder nervös, ungeduldig bei Einschränkungen, eigensinnig und reizbar. Nun, wollen wir ruhige Kinder oder wollen wir reizbare, nervöse und eigenwillige Kinder? Das ist die Frage. Es wurde eine Studie an 4 Krankenschwestern durchgeführt. Sie bekamen jeweils ein Frühstück am ersten Tag, Müsli, Früchtebrot, Ei und ein Glas Buttermilch und Beeren. Alle Mägen waren in 4 Stunden nach dem Frühstück leer. Am nächsten Tag bekamen die gleichen Krankenschwestern wieder ein Frühstück, aber 2 Stunden später bekamen sie eine Zwischenmahlzeit. Die erste Krankenschwester bekam dann ein Eis in der Waffel und hatte 6 Stunden später immer noch Nahrung in ihrem Magen. Die zweite Krankenschwester wurde ein Erdnussbutter-Sandwich gegeben und 9 Stunden später war immer noch Essen in ihrem Magen. Die dritte Krankenschwester bekam einen Kürbiskuchen und eine Tasse Milch und 9 Stunden später war immer noch Essen in ihrem Magen. Die vierte Krankenschwester hat eine Banane bekommen. Man würde denken, die Banane ist eine Frucht, sie ist leicht verdaulich. Aber 9 Stunden später war immer noch Essen in ihrem Magen. Die Menschen sagen, aber ich esse gesunde Zwischenmahlzeiten. Nach all diesen Beweisen aus dem Geist der Weissagung und aus der Wissenschaft können wir sagen, dass gesunde Snacks ein Widerspruch sind. Putzt eure Zähne nach jeder Mahlzeit und esst zwischendurch kein Bissen, weil eure Mahlzeiten mindestens 4 Stunden brauchen, um verdaut zu werden. Und dann müsst ihr eurem Magen 1 Stunde Ruhe geben, sodass insgesamt 5 Stunden zwischen den Mahlzeiten benötigt werden. Die Frage ist, wer ist für das Essen in eurem Heim verantwortlich? Lehrt sie, ihren Appetit zu zügeln und dankbar für das einfache, schlichte Essen zu sein, das Gott ihnen gibt. Nicht eure Kinder sollten bestimmen, was sie essen, sondern ihr solltet anordnen, was für sie das Beste ist. Bringt eurem Kind bei, nicht zu viel zu essen. Gebt ihm Kinderoptionen nach ihrer Größe. Wenn sie mit dem Essen fertig sind, bietet den Kindern keinen Nachschlag an. Kinder unter 3 Jahren neigen dazu, von alleine aufzuhören zu essen, wenn sie satt sind. Aber nach 3 Jahren ist es anders. Je mehr du ihnen auf den Teller tust, desto mehr werden sie essen.
Als unsere Kinder klein waren, haben wir versucht, diese Grundsätze umzusetzen, besonders viel Gemüse und Obst zu essen und keine Zwischenmahlzeiten zu geben. Unsere Söhne mochten es nicht immer. Manchmal erwischte ich sie in der Speisekammer beim Naschen. Also lehrten wir sie weiter, ermutigten sie und arbeiteten weiter an der Gesundheitsbotschaft. Als sie dann um die 20 Jahre alt wurden, sagten sie mehr als einmal: Danke, Mama, dass du uns beigebracht hast, gesund zu essen und zu leben. Danke, dass du uns beigebracht hast, eine Vielzahl von Obst und Gemüse und die Lebensmittel verschiedener Kulturen zu genießen. Eure Unterweisung wird sich letztendlich auszahlen, wenn ihr ein gesundes Vorbild für eure Kinder seid. Seid ihr ein richtiges Vorbild für eure Kinder? Kinder müssen in dem Leben ihrer Eltern die Beständigkeit sehen, die in Übereinstimmung mit ihrem Glauben ist. Durch Selbstbeherrschung und eine beständige Lebensführung können die Eltern den Charakter ihrer Kinder formen. Wusstet ihr, dass die Gesundheitsreform und Mäßigkeit ein wichtiger Bestandteil der dreifachen Engelsbotschaft sind? Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichtes ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Der Ausdruck, gebt ihm die Ehre, ist eine Referenz zu 1. Korinther 10, 31. Und doch sagen einige Leute, dass Ernährung nichts mit meiner Erlösung zu tun hat. Aber der Geist der Weissagung sagt, alle Menschen, die in der Furcht Gottes die vollkommene Heiligkeit erlangen wollen, müssen Enthaltsamkeit und Selbstbeherrschung lernen. Die Lüste und Leidenschaften müssen den höheren Kräften des Geistes unterworfen bleiben. Diese Selbstdisziplin ist lebenswichtig, wenn wir die geistige Kraft und die geistliche Erkenntnis erhalten wollen, die uns befähigen, die geheiligten Wahrheiten des Wortes Gottes zu verstehen und in die Tat umzusetzen. Aus diesem Grund hat die Mäßigkeit ihren Platz bei der Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi. Habt ihr das verstanden? Wenn wir beim Essen Mäßigkeit und Selbstbeherrschung üben, dann werden die höheren Kräfte des Geistes, also der Frontallappen des Gehirns an der Stirn, wo unser Wille, unser Verstand und Geistlichkeit ihren Sitz haben, damit wir stark sein können und die richtigen Entscheidungen treffen können für die Wahrheit und Gerechtigkeit. Stellt euch die Zukunft gemeinsam mit mir vor. Daniel und seine Freunde wurden zuerst auf die Ernährung hin getestet und dann wurden sie auf Anbetung getestet. Weil sie den Nahrungs- und Enthaltsamkeitstest bestanden hatten, bestanden sie auch die Prüfung der Anbetung. Sie waren Gott so treu, dass sie sogar bereit waren zu sterben, wenn es nötig war. Du und ich werden jeden Tag auf Mäßigkeit getestet. Werden wir standhaft bleiben oder geben wir hier und da nach, indem wir übermäßig viel essen, indem wir verarbeitete Lebensmittel essen, zwischen den Mahlzeiten essen und naschen, wenn wir gestresst sind. Bald werden wir geprüft werden, wen wir anbeten werden, Gott oder Mensch, an welchem Tag wir den Sabbat oder Sonntag anbeten werden. Wie wir es zu stehen. Es sind die täglichen Prüfungen zur Ernährung, Gesundheit und Mäßigkeit, die uns auf die große Prüfung vorbereiten sollen. Wirst du bereit sein für das zweite Kommen Jesu? Wirst du die große Prüfung der Treue gegenüber dem einzig wahren Gott bestehen? Wenn du es möchtest, dann fürchte Gott und gib ihm die Ehre, indem du in aller Mäßigkeit übst, was du tust. Was kann dich jeden Tag motivieren, deine schlechten Gesundheitsgewohnheiten gegen gute auszutauschen? Was kann uns dazu bringen, uns und unseren gebrochenen Versprechungen Gott zu übergeben und ein neues Kapitel in unserem Leben zu beginnen? Der Apostel Paulus fleht uns an. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Im Buch Römer beschreibt Paulus die Schönheit der Gnade Gottes, wie wir durch den Glauben gerechtfertigt und geheiligt werden, und schließt mit den Worten: Ich appelliere an euch durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig ist. War er dir gnädig? War er barmherzig zu dir gewesen? Hat er dir nicht eine Chance nach der anderen gegeben, eine Gelegenheit nach der anderen, Vergebung nach Vergebung? Als Antwort auf das, was Gott in deinem Leben getan hat, möchtest du ihm dann nicht deinen Leib als lebendiges Opfer bringen, nicht als ein sterbendes Opfer, nicht weil du musst, sondern weil du von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes berührt wurdest, der seinen Sohn gab, um für dich zu sterben? Das ist vernünftig.
Gottes Kinder sind vernünftig. Willst du von ganzem Herzen der Gesetze der Gesundheit gehorchen und Gott mit allem verherrlichen, was du isst, trinkst und tust? Wenn du es möchtest, wird Gott dir helfen und sein Heiliger Geist, der in dir wirkt, wird die Frucht der Mäßigkeit hervorbringen. Heute sucht Gott Daniels und Danielas, die fruchtbare medizinische Missionare sein wollen, die die Gesundheitsbotschaft ausleben, diese lehren und die dreifache Engelsbotschaft der sündenkranken Welt zu bringen. Kann Gott auf dich zählen? Stellt euch das Leben von vor 10 Jahren vor. Ihr fahrt von der Arbeit nach Hause und seht Kinder und Jugendlichen, die in den Vorgärten spielen. Sie fahren Fahrrad, spielen Verstecken oder machen Seilhüpfen. An den Wochenenden machen die Familien ihre Gartenarbeit. Heute gibt es in meiner Nachbarschaft keine spielenden Kinder und wahrscheinlich auch nicht in eurer. Warum? Einer der großen Gründe ist, weil sie im Haus sind und an ihren Smartphones, Computern und Videospielen hängen. Eine Umfrage aus dem Jahr 2019 besagt, dass die Amerikaner im Durchschnitt 96 Mal am Tag ihre Handys überprüfen. Das ist alle 10 Minuten einmal. Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren verbringen 4 bis 6 Stunden damit, auf Bildschirme zu schauen und sie benutzen. Fernseher, Smartphones, Tablets, Spielkonsolen und Computer. Jugendliche verwenden bis zu 9 Stunden pro Tag dafür und während der Pandemie verbrachten einige von ihnen bis zu 13 Stunden pro Tag damit. Was sind die Auswirkungen von so viel Bildschirmzeit auf die Gesundheit unserer Kinder? Die Untersuchungen zeigen, dass es zu Einsamkeit, Fettleibigkeit, schlechter Lebensqualität, ungesunder Ernährungsstil, Aufmerksamkeitsdefizitsymptome, reduzierte emotionale und soziale Intelligenz und verminderte körperliche und geistige Fähigkeiten führt. Eine Studie aus dem Jahr 2018 zeigte, dass die Erhöhung der Bildschirmzeit auf mehr als eine Stunde pro Tag mit einem geringeren psychischen Wohlbefinden verbunden war. Viele Nutzer von Bildschirmen wurden bedeutend häufiger mit Angstzuständen oder Depressionen diagnostiziert. Was ist noch das Problem von übermäßigem Gebrauch der Bildschirmnutzung? Die erste Forschungsstudie bezog sich auf die iPhone-Ablenkung. Forscher baten die Teilnehmer, eine Reihe von Tests durchzuführen, die ihre geistigen Fähigkeiten messen würden. Den Teilnehmern wurde gesagt, dass sie ihre Telefone in den Flugzeugmodus stellen sollen. Dann baten sie sie, ihre Telefone auf den Schreibtisch, in der Tasche oder in einem anderen Raum abzustellen. Die Ergebnisse zeigten, dass diejenigen, die ihre Telefone in einem anderen Raum brachten, im Test deutlich besser abschnitten als solche, die ihre Telefone während des Tests in ihrer Nähe hatten. Dr. Ward schreibt, die Einbindung von Smartphones in den Alltag scheint einen sogenannten Verlust von Verstandeskräfte zu verursachen. Die lebenswichtigen mentalen Fähigkeiten wie das Erlernen des logischen Denkens, abstraktes Denken, Problemlösungen und Kreativität verringern. Je näher und physisch greifbarer das Telefon, desto mehr wird die geistige Kraft beeinträchtigt. Möchtest du bei dir selbst einen Abfluss von Verstandeskräften verursachen? Aber das ist nicht alles. Smartphones verursachen auch Augenschmerzen. In einer Studie mit 163 Hochschulstudenten wurden diese in 2 Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe wurde gebeten, ihre Telefone auszuschalten und sie unter den Sitz zu verstauen. Der zweiten Gruppe wurden die Telefone weggenommen, die man ihnen später zurückgab. Die Studenten absolvierten in der 30-minütigen Sitzung 3 Tests, die ihre Ängstlichkeit messen sollten. Das Ergebnis zeigte, beide Gruppen hatten gleichermaßen erhöhte Ängste, doch die stärksten Handynutzer hatten nach nur 10 Minuten, in denen sie ihr Telefon nicht benutzen konnten, die höchste Angstwerte. Und ihre Angst nahm im Laufe der Studie stetig zu. In einer dritten Studie untersuchten Forscher, wie die Smartphones das Lernen beeinflussen, und zwar auf einer Vorlesung mit 160 Studierenden an der Universität von Arkansas in Monte Carlo. Sie fanden heraus, dass Studenten, die ihre Handys nicht zum Unterricht mitnahmen, eine ganze Note besser beim Test abschnitten als diejenigen, die sie mitbrachten. Wenn ihr eure Noten verbessern möchtet, nehmt bitte euer Smartphone nicht mit in die Schule. Möchtet ihr wissen, wer die Glücklichsten sind?
In einer Langzeitstudie haben Forscher der Universität San Diego und der Universität Georgia Daten von über 1 Million Schülern der 8. bis 12. Klasse untersucht. Sie fanden heraus, dass Jugendliche, die mehr Zeit persönlich mit Freunden verbracht haben und weniger mit Schreiben oder Videochat, glücklicher waren als diejenigen, die mehr Zeit vor ihren Bildschirmen verbrachten. Beachte, dass sie glücklicher waren, weil sie mehr Zeit mit ihren Freunden persönlich verbracht hatten. Die glücklichsten Jugendlichen hatten eine erhöhte Lebenszufriedenheit, nahmen mehr an außerschulischen Aktivitäten teil, hatten ein höheres Selbstwertgefühl, lasen Bücher und Publikationen in gedruckter Form mehr, hatten persönliche Verbindungen, nutzten digitale Medien weniger als 1 Stunde pro Tag. Eltern, überwacht ihr, wie viel Zeit eure Kinder und Jugendlichen damit verbringen, auf Bildschirme zu schauen? Wie viel Zeit verbringen wir als Eltern vor den Bildschirmen? Die meisten Smartphones zeichnen die Bildschirmnutzungszeit auf und wir können uns selbst überprüfen. Was sind die Empfehlungen für die Bildschirmzeit? Für Kinder unter 2 Jahren beträgt es 0 Stunden. Für Kinder zwischen 2 und 5 Jahren ist es 1 Stunde pro Tag. Im Alter von 5 bis 17 Jahren sind es 2 Stunden pro Tag und für glückliche Jugendliche ist es 1 Stunde oder weniger pro Tag. Was sagt die Bibel über die Zeit, die wir mit Bildschirmen verbracht haben? In 1. Korinther 9,25 lesen wir: Ein jeglicher aber, der da kämpft, enthält sich alles Dinges. Jemand, der den Kampf seines Lebens führt, ist in allen Dingen mäßig. Was bedeutet das? Mäßigkeit in allen Dingen dieses Lebens muss gelernt und ausgelebt werden. Mäßigkeit im Essen, Trinken, Schlafen und in der Kleidung sowie Bildschirmzeit ist ein Prinzip des christlichen Lebens. In welcher Beziehung steht Mäßigkeit zu unserer Erlösung? Die Mäßigkeit allein ist die Grundlage aller Gnaden, die von Gott kommen. Es ist die Grundlage aller zu erringenden Siege. Habt ihr das gerade gehört? Wenn wir mäßig sind, legen wir den Grundstein für den Sieg und das in jedem Bereich unseres Lebens. In der Schule, bei der Arbeit, in unseren Beziehungen, in unserer Charakterentwicklung. Schauen wir uns einige praktische Strategien an, wie wir unsere Bildschirmzeit begrenzen können. Hört als erstes auf, Bildschirme während der Essenszeit zu verwenden. Lasst die Geräte und Bildschirme weg, wenn ihr mit Familie und Freunden sprecht oder irgendjemand anderem. Hört auf, Bildschirme zu benutzen, mindestens 1 Stunde vor dem Schlafengehen, idealerweise 3. Entfernt Bildschirme aus euren Schlafzimmern. Denkt nur an all die nützlichen Dinge, die wir mit dieser zusätzlichen Zeit tun können, wenn wir unsere Bildschirmzeit verkürzen. Es kann zum Beispiel intensive Zeit mit Jesus sein, die Bibel studieren, eine schöne Zeit mit Familie und Freunden verbringen und auch Zeiten, in denen wir das Evangelium mit anderen teilen können. Wisst ihr, welcher Monarch Selbstbeherrschung praktiziert hat zu seiner Zeit? Er lebte in einem armen Haus und half treu und fröhlich bei den Haushaltspflichten. Er erlernte einen Beruf und arbeitete mit seinen eigenen Händen. Er war kein gewöhnlicher König, sondern der Befehlshaber des Himmels, der König des Universums, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Engel wären erfreut, seinen Willen zu tun, aber während er auf Erden lebte, war er ein liebevoller, gehorsamer Sohn. Christus war zu Hause gehorsam und hilfsbereit. Er erlernte den Beruf des Zimmermanns und arbeitete mit eigenen Händen in der kleinen Werkstatt in Nazareth. Die Bibel sagt über Jesus: Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm. Als Jesus zu Hause und in der Schreinerei arbeitete, sprach er mit seinem himmlischen Vater, verbrachte Zeit in der Natur, nahm an Weisheit zu, wuchs körperlich und wurde geistig stark. Das ist ein Erfolgsrezept für unsere Jugend und Erwachsene. Eltern, helfen eure Kinder im Haus und Hof bei der täglichen Arbeit und Pflichten? Kinder, helft ihr eurer Mutter und eurem Vater bei den Pflichten im Haushalt, wie Jesus es getan hat?
Warum ist das wichtig? Die Arbeit mit den Händen stärkt den Frontallappen des Gehirns, wo die ausführenden Funktionen unseres Gehirns sitzen. Hier ist der Sitz des Willens und der Geistlichkeit. Hier findet die Planung statt. Hier wird die Entscheidungsfindung vorgenommen, ebenso wie Problemlösung und Kreativität. Deshalb hat Jesus an Weisheit und Geistlichkeit zugenommen. Welche Art von praktischer Arbeit sollten unsere Kinder und Jugendliche tun? Gott wünscht, dass sowohl Eltern als auch Lehrer die Kinder in praktische Pflichten des Alltags einführen. Ermutigt zum Fleiß. Mädchen und Buben, die außerhalb des Hauses keine Arbeit haben, sollten lernen, der Mutter zu helfen. Von Kindheit an sollten Jungen und Mädchen daran gewöhnt werden, zunehmend schwerere Lasten zu tragen und verständnisvoll bei der Arbeit im Haushalt mitzuhelfen. Ihr Mütter, zeigt euren Kindern geduldig, wie sie ihre Hände gebrauchen können. Fragt ihr euch, warum die Jungs und die Mädchen beide im Haushalt helfen sollen? Da sowohl Männer und Frauen sich die Haushaltsführung teilen sollten, müssen Knaben und Mädchen gründliche Kenntnis von den Haushaltspflichten erhalten. Ein Bett zu machen und ein Zimmer aufzuräumen, Geschirr zu spülen, eine Mahlzeit zuzubereiten oder die eigenen Kleider zu waschen und auszubessern. Das macht einen Knaben nicht unmännlich. Es wird ihn glücklicher und brauchbarer machen. Wenn Mädchen lernen können, wie man ein Pferd sattelt, reitet, anspannt und lenkt und Säge und Hammer ebenso wie Rechen und Hacke zu gebrauchen, wären sie besser für die Notfälle des Lebens vorbereitet. Natürlich spannen Mädchen heute das Pferd nicht ein, sie lernen zu fahren. Sie können lernen, einen Reifen zu wechseln und eine Säge und einen Hammer zu benutzen. Kindern, die 8 Jahre alt sind, kann beigebracht werden, ihre Wäsche zu waschen und ihre Kleidung zu bügeln. Ich erinnere mich an diese Tage mit unseren Söhnen. Es war eine große Hilfe für sie und für uns. Habt ihr gewusst, dass Kochen zum Beispiel eine Aktivität ist, die mehrere Bereiche vom Gehirn und alle eure Sinne braucht? Es erfordert die Hand-Augen-Koordination, Konzentration, Planung von mehreren Aktionen gleichzeitig und ein Gedächtnis für die korrekte Ausführung eines Rezeptes. Als solches ist es eine großartige Übung, um die Gehirnfunktion zu verbessern. Kinder und Jugendliche, was denkt ihr darüber, wenn ihr Geschirr spülen oder das Badezimmer putzen müsst? Der Geist der Weissagung sagt, lehrt die Kinder, ihren Anteil an den Lasten des Haushaltes zu tragen. Lasst sie sich mit einer nützlichen Tätigkeit beschäftigen. Treu bedeutet eine gute und zufriedenstellende Arbeit mit einer glücklichen Einstellung. Um sicherzustellen, dass die Arbeit gerecht verteilt ist, hatten wir eine Aufgabentabelle am Kühlschrank in unserer Küche hängen. Die Zeit und der Tag für jede Hausarbeit wurde unter dem Namen des Kindes aufgeschrieben und am Ende der Woche hatten wir einen Belohnungsladen, in dem sie kleine Geschenke für ihre fleißige Arbeit einlösen konnten. Dr. Needley stellt fest, die Gehirnentwicklung von Kindern aus der westlichen Welt ist durch ihr Versäumnis, mit ihren Händen in der Schule und zu Hause zu arbeiten, bedroht. Bestimmte Handarbeitsfächer werden in der Schule immer weniger beliebt und viele Schulen bieten sie aus mangelndem Interesse nicht einmal an. Solche wie Holz- und Metallbearbeitung, Handwerk, Landwirtschaft, Haushalt, Wirtschaft, Automechaniker etc. Aus Mangel an Interesse. Das Arbeiten mit den Händen in einer realen 3D-Umgebung ist entscheidend für die volle geistige und intellektuelle Entwicklung der Jugend, sagt Dr. Eric Sigmund, ein Psychologe und Biologe. Er stellt fest, dass die westliche Welt schnell zu einer Software statt zu einer Schraubendrehergesellschaft wird. Sein Bericht zeigte, dass viele 11-Jährige Defizite in bestimmten Bereichen ihrer kognitiven Entwicklung haben, die bei Kindern im gleichen Alter vor 1 oder 2 Generationen nicht vorhanden waren. Hier einige praktische Ideen, was Kinder mit ihren Händen tun können. Schaut euch diese Tabelle an. Das Haus und die Garage putzen, gemeinsam kochen, Gartenarbeit erledigen, Musikunterricht, zusammen spielen und singen, Familienspielabend, einmal in der Woche etwas Spaß mit euren Kindern haben. Es ist nicht nur Arbeit, sondern es macht auch Spaß, wenn sie lernen, wie man einen Reifen wechselt, lernen, das Öl zu wechseln oder einfache Instandsetzungen zu Hause zu machen.
sich Hobbys aussuchen wie Nähen, Fotografie, Stricken, Holz- und Keramikarbeiten. Was ist mit dem Gutes tun für andere Menschen? Die Kranken und ältere Menschen besuchen, ihnen beim Schreiben einer Karte helfen und per Post verschicken. Und so eine Stunde oder mehr für solche Aktivitäten pro Tag aufwenden, die deine Frontallappendurchblutung ankurbeln. Kinder und Jugendliche, sagt mal eurer Mutter, dass sie sich in den Sessel setzen soll und fragt sie dann, was sie zuerst gemacht haben möchte. Tut es dann fröhlich und bleibt dabei, bis ihr alles erledigt habt und beobachtet, wie sie lächelt und hört ihre Worte der Dankbarkeit. Macht als Familie Gartenarbeit. Das ist eine der besten Übungen, weil es unserem Herz-Kreislauf-System hilft, baut Stress ab, hilft gegen Depressionen und Angstzustände. Wusstet ihr, dass wenn wir Schmutz unter unsere Nägel bekommen, während wir im Boden graben, uns das auch glücklich macht, indem wir das Makrobakterium Archaea einatmen? Dieses gesunde Bakterium im Boden lässt unseren Serotoninspiegel steigen und reduziert Angst. Durch den Verzehr von Gemüse aus unserem Garten atmen wir auch dieses Makrobakterium. Was sind weitere Vorteile der Gartenarbeit? Der Geist der Weissagung sagt, die ständige Berührung mit dem Geheimnis des Lebens und dem Liebreiz der Natur führt ebenso wie das Zartgefühl, das beim Dienst an diesen herrlichen Gegenständen der Schöpfung Gottes entwickelt wird, zur Belebung des Geistes und zur Verfeinerung und Veredelung des Charakters. Die erteilten Lehren bereiten den Mitarbeiter Gottes dazu vor, geschickter mit anderen Seelen umzugehen. Habt ihr das gehört? Die Gartenarbeit schärft unseren Verstand und verbessert unseren moralischen Charakter. Es wird uns helfen, erfolgreicher in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen zu sein. Das sind Belohnungen, die nur Gott geben kann. Eltern, ich glaube, ihr wollt Gottes Gesundheitsgesetzen gehorchen und sie euren Kindern beibringen. Aber ihr könnt manches Mal versagen. Kinder und Jugendliche, wie oft habt ihr gesagt, ihr werdet weniger Zeit mit Social Media verbringen und seid dabei gescheitert? Wollt ihr wissen, wie man schlechte Gewohnheiten zum Guten verändern kann? Das Geheimnis einer dauerhaften Änderung unserer Gewohnheit ist keine Pille. Es ist kein Programm zur Verhaltensänderung, obwohl diese helfen können. Das Geheimnis einer dauerhaften Veränderung ist der Mann Jesus Christus. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie zögerlich sind wir, diese Worte Jesu zu glauben, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Problem ist, dass du und ich selbst etwas tun wollen. Du wachst morgens auf, frühstückst und gehst zur Arbeit. Dann bekommst du dein Gehalt, von dem du die Rechnungen bezahlst. Du hast eine schöne Familie und ihr geht in die Gemeinde. Du bist ein ziemlich guter Mensch und wünschst dir, die Welt würde sich auch beruhigen. Die Wahrheit ist, dass das Erwachen am Morgen ein Geschenk Jesu ist. Die Nahrung, die du heute isst, ist ein Geschenk von Jesus. Deine Arbeit und dein Gehaltscheck sind auch ein Geschenk Jesu. Deine Familie ist ein Geschenk von Jesus. Alles, was du hast, alles, was du bist und alles, was du tust, ist ein Geschenk von Jesus. Bis du das nicht erkennst, wirst du keinen dauerhaften Sieg erringen. Jesus möchte uns die Kraft geben, jede maßlose Gewohnheit dauerhaft zu überwinden. Alles, was wir tun müssen, ist, uns ihm zu übergeben. Mach dies als erstes jeden Morgen, wenn du aufwachst. Bete dieses Gebet. Nimm mich, o Herr, ganz als dein Eigentum. Ich lege alle meine Pläne zu deinen Füßen. Gebrauche mich heute in deinem Dienst. Bleibe in mir und gib mir Kraft, mein ganzes Werk in dir zu vollbringen. Legt so euer Leben Tag für Tag in Gottes Hände. Dann wird es Christi Leben immer ähnlicher werden. Stellt euch die Zukunft mit eurer Familie und Jesus an eurer Seite vor. Ihr beginnt euren Tag mit einer persönlichen Andacht und ihr habt einen regelmäßigen Zeitplan für Mahlzeiten, für die Arbeit, den Schlaf und die Familienandacht. Ihr entleert euren Vorratsschrank und Kühlschrank von minderwertiger Nahrung und füllt sie mit gesundem Essen. Ihr beginnt euren Kindern das Kochen beizubringen, einfache, gesunde Mahlzeiten, und dann wird das Leben noch schöner, wenn ihr die Zeit am Bildschirm reduziert.
Ihr fühlt euch entspannter, weil eure Kinder bei der Haus- und Gartenarbeit helfen. Jeder fühlt sich besser und schläft besser, weil in eurem Heim die Gesundheitsgesetze befolgt werden. Aber Moment mal. Während eure Familie aufblüht, weil sie die Gesetze Gottes ausleben, haben die meisten Menschen in eurer Nachbarschaft, bei der Arbeit und in der Welt keine Kenntnis von diesen Gesetzen. Sie haben wenig Selbstbeherrschung und sind daher nicht in der Lage, ewige Wahrheiten zu schätzen. Sie sagen, das schmeckt gut, also muss ich es essen. Das fühlt sich gut an, also muss ich es tun. Das sieht gut aus, also muss ich es haben. So führen viele Eltern ihre Kinder auf den Weg zur Selbstgefälligkeit und bereiten ihnen den Weg vor, Krankheiten zu erleiden und einen frühen Tod zu sterben. Was machst du und ich, um die Gesundheitsbotschaft mit ihnen zu teilen? Was tun wir, um ihnen Jesus zu bringen? Du und ich persönlich, wir sind die Hände und Füße Jesu, die in eine kranke und hoffnungslose Welt geschickt werden. Als erfolgreiche Gesundheitsmissionare und Familien müssen du und ich den Menschen die Gesundheitsbotschaft bringen und die Freude, Jesus zu kennen, teilen. Wie kann man das machen? Indem wir unser Haus ein Zentrum der Gastfreundschaft machen. Hier sind 10 einfache Strategien, die wirklich helfen. Und ich bin mir sicher, ihr werdet noch weitere dazu finden. Erstens, wenn ihr Brot oder Kekse backt, dann macht ein bisschen mehr und verteilt es an eure Nachbarn und Kollegen. Als wir unsere Söhne noch zu Hause unterrichteten, hatten sie ein kleines Brotbackgeschäft. Sie malten Vollkornmehl und machten 6 bis 10 Brote in der Woche, um sie zu verteilen. Mein Mann hat sie auch an seine Kollegen verkauft und auch in den Städten, in denen er als Ingenieur und Verkehrsmanager arbeitete. Dies war ein großartiges Mittel, Zeugnis abzulegen. Nummer 2. Im Sommer könnt ihr eure frischen Produkte aus dem Garten mit Nachbarn, Kollegen und anderen teilen. Nummer 3. Ihr könnt einen kleinen Kochkurs in eurem Haus veranstalten und Nachbarn einladen. Ich habe es getan und es ist gut angekommen. Dabei konnte ich Gesundheitsbücher und andere Literatur verteilen. Nummer 4. Ihr könnt Menschen zu Beginn des Sabbats zu euch nach Hause einladen und ein leichtes Abendessen anbieten. Mein Mann hat ein paar Mal Kollegen und ihre Ehepartner zu uns nach Hause zum Sabbatanfang eingeladen. Wir haben zusammen Lieder gesungen, lasen ein paar Verse aus der Bibel und haben dann ein leichtes Abendessen eingenommen. Wisst ihr, an wen sich die Angestellten der Stadt Fontana wandten, als sie Fragen zur Gesundheit hatten? An Paul Balbach. Wohin gingen sie, wenn sie eine Ermutigung brauchten? Für ihre Probleme kamen sie zu Paul Balbach und sein Büro des Gebets. Einige von den leitenden Beamten dieser Stadt und weitere Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatten die Bücher Der große Kampf und das Leben Jesu in ihren Büroregalen. Das ist es, was eine erfolgreiche medizinische Mission tut. Sechstens, als eine Mitarbeiterin meines Mannes an Krebs erkrankte, bat sie mich um Hilfe. Warum? Weil sie bei uns zu Hause an einem Freitagabend war, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Sie bat mich, ihr einen vegetarischen Burger zu machen. Ich brachte ihr pflanzliche Gerichte, die ich gemacht hatte, sowie frisch gepresste Säfte und zeigte ihrer Tochter, wie sie für sie Saft machen soll. Aber am wichtigsten war, dass ich ihr Jesus Liebe brachte und ihr von dem großen Arzt erzählte, der sie liebt und der ihren Fall in seine Hände nahm. Ich sang mit ihr und betete mit ihr. Das ist medizinische Missionsarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Nummer 7. Ladet am Sabbat Besucher aus der Gemeinde zu euch nach Hause ein. Einsame und ältere Menschen. Macht eure Mahlzeit einfach und lasst euch von jedem in der Familie beim Kochen und Putzen helfen. So kann euer Zuhause ein gedeihtes Zentrum der Gastfreundschaft entstehen. Nummer 8. Wir können jeden Morgen beten. Herr, hilf mir, jemanden zu treffen, der heute deine Liebe braucht. Wenn ich das tue, schickt mir der Herr einen Kollegen. Er schickt mich zu meinen Patienten, zu meinen Nachbarn oder ins Fitnessstudio. Neulich war ich im Fitnessstudio und eine Frau sagte, danke, dass Sie mir die Gesundheitsschrift gegeben haben. Ich habe ihr das Heft vor 2 Wochen gegeben und sie sagte, ich sehe, dass du die Bibel zitierst. Bist du eine Christin? Sie umarmte mich und sagte, ich bin auch eine Christin. Ich war vorher Moslem. Ich kann es kaum erwarten, zu deinen Gesundheitskursen zu kommen. Hier ist meine Adresse. Bitte schick mir einen Flyer.
So macht Gott göttliche Termine für uns. Bete mit den Menschen. Wenn meine Freunde oder Kollegen mit einem Problem zu mir kommen, höre ich zu und zeige Empathie. Dann frage ich sie, möchtest du, dass ich mit dir bete? Sie sagen, aber gerne. Nach dem Gebet leuchtet ihr Gesicht auf und sie haben Frieden. Niemand hat jemals das Gebet abgelehnt. Nummer 10. Jetzt, da ihr und eure Familie in Gottes Gesundheitsgesetzen folgen und sie mit anderen teilen, könntet ihr doch in Betracht ziehen, Gesundheitskurse in eurer Gemeinde zu halten. Wir haben vor 11 Jahren damit begonnen, Gesundheitsvorträge in unserer Gemeinde in Roanoke anzuhalten. Einmal im Monat beginnen wir mit einem Gesundheitsgespräch und zeigen dann ein oder zwei pflanzliche Rezepte. Unsere jungen Leute unterstützen uns bei der Anmeldung, Essensvorführung und ihr Lächeln. Die Resonanz unserer Gäste war großartig. Jetzt wollen einige von ihnen Bibelstunden und andere kommen zum Gottesdienst. Dies sind 10 einfache Wege, die wir genutzt haben, um die Gesundheitsbotschaft zu verbreiten und Türen für das Evangelium zu öffnen. Du wirst nicht alle diese Methoden auf einmal anwenden, sondern so wie Gott dir Kraft und Gnade gibt. Bist du bereit, mit Gott zu gedeihen? Bist du bereit, dich hervorragend um dich zu kümmern und um deinen Körper, so wie du es noch nie zuvor getan hast? Bist du bereit, deine Kinder nach den Gesetzen Gottes der Gesundheit zu unterweisen? Bist du bereit, die Gesundheitsbotschaft mit deinen Nachbarn, Kollegen und anderen zu teilen, damit ihr alle die Fülle des Lebens hier auf dieser Erde und in Ewigkeit mit Jesus Christus erfahren könnt? Bist du schüchtern? Bist du ängstlich? Gott sagt dir heute, so geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lernen, was du sagen sollst. Und ich hörte die Stimme des Herrn, dass er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Lord, send me. Isaiah 6:8. Dankeschön, liebe Geschwister, dass ihr euch diese Botschaft angesehen habt, die von der Schwester präsentiert wurde. Wir beten um den Segen Gottes, dass dieser Vortrag für euch und für eure Familien von Nutzen sein kann. Wir bitten euch, für alle Beteiligten, die Teil dieses Programms waren, zu beten, sodass wir diese Arbeit weiter fortführen und auch in der Lage sein können, diese Botschaft in die ganze Welt zu bringen. Möge der Herr jeden Einzelnen von euch segnen, nachdem ihr nun auch ein Teil davon geworden seid. Wir möchten das Programm nun mit einem Schlusspunkt beenden und hören noch einen Beitrag von Schwester Sunshine und Schwester Zuleika präsentieren wird. I hear.
Wir sind nun zum Ende des Programms gekommen und wir danken jedem Einzelnen von euch, die heute teilgenommen haben. Und wir werden diesen Vortrag mit einem Gebet beenden. Lasst uns niederknien und beten. Diejenigen, die sich uns im Gebet kniend anschließen können, fühlt euch frei, dies zu tun. Und diejenigen, die es nicht können, bitten wir, Ehrfurcht zu bewahren. Und lasst uns beten. Unser gnädiger himmlischer Vater, wir danken dir für diese wunderbaren Vorträge, die wir hatten. Wir bitten dich, jeden Einzelnen zu segnen, der uns auf der ganzen Welt zugeschaut hat. Wir bitten dich, das Herz aller zu berühren, um in der Lage zu sein, diese Botschaft auf eine Weise zu nutzen, die ihrem Leben zugute kommt und auch ein Segen für ihre Familien zu sein und für die Menschen um sie herum. Bitte hilf uns danach zu streben, dein Werk zu erfüllen. Als medizinische Missionare haben wir einen Zweck, nämlich hinauszugehen, um das Evangelium zu predigen. Und indem wir das tun, bringen wir Freude in deine Höfe. Hilf uns, alles nach deinem Willen zu tun und hilf uns, den Evangeliumsauftrag zu erfüllen, indem wir rausgehen und die Arbeit erledigen, die notwendig ist. Damit wir in der Lage sind, Seelen und Menschen zu berühren, die in dein Königreich gebracht werden sollen und dir die Ehre und Herrlichkeit bringen werden. Bitte segne uns, beschütze und hilf uns allen in diesen letzten Tagen, damit wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und so gestärkt sind, um dein Werk zu vollenden. Dass dein Wort ein Licht auf unserem Weg und eine Lampe für unsere Füße sein wird. Hilf uns, deinem Weg zu folgen und das zu tun, was dir angenehm ist. Wir bitten dich noch einmal, jeden Teilnehmer zu segnen und auch die Botschaft, die ganze Welt erreichen soll. Dass Menschen durch diese Art von Themen gesegnet werden. Leite uns bitte und beschütze uns. Dies alles bitten wir im Namen Jesu. Amen. Danke, dass ihr heute dabei wart und an dem Vortrag teilgenommen habt mit dem Titel Erfolgreiche medizinische Missionsfamilien von Schwester Lilian Balbach. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr und eure Familien einen Segen durch diese Botschaft gespürt habt. Wir laden euch zu unserem nächsten Programm ein mit Bruder Les Bauer, dem Leiter der White Creek Wellness Center und seinem Thema Das Institut.